Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Vor uns liegt das Samsung Galaxy S4 Mini und es gibt dort einige Features, die man nicht direkt erkennt, für die man eventuell ganz lange suchen muss, die man aber auf der anderen Seite vielleicht auch gar nicht findet. Genau diese möchte ich euch zeigen. Das Ganze wird in chronologischer Reihenfolge ablaufen, deswegen wird es eventuell mal das ein oder andere Feature geben, das euch auch schon bekannt ist. Aber bleibt dran, es wird auf jeden Fall noch was kommen, was ihr nicht kennt. Es geht jetzt los, ich wünsche euch viel Spaß. Die erste Sache richtet sich vor allem an Einsteiger in den Smartphone-Bereich. Und zwar gehen wir dafür in die Einstellungen, gehen zum Startbildschirmmodus unter Mein Gerät und wechseln hier in den einfachen Modus. Was genau ist das? Ihr kennt das, wenn ihr schon länger dabei seid. Smartphones können ganz schön kompliziert sein, weil sie einfach unglaublich viele Funktionen haben. Dann weiß ich nicht, wie lege ich eine App dahin, wie lege ich sie dahin und wo finde ich was. Der einfache Modus steuert dem entgegen. Wir haben auch hier mehrere Seiten, drei in diesem Fall, sehen auf der ersten Seite, auf unserer Hauptseite, einfach nur die Uhrzeit, eventuell das Wetter, sowie Datum und Wochentag. Und wir haben ein paar wichtige Applikationen, die wir von hier aus direkt öffnen können. Wenn wir diese Applikation öffnen, sieht es ganz so aus wie in einem anderen Modus, also im Normalmodus. Allerdings ist es hier natürlich viel schneller zu erreichen. Auf der linken Seite finde ich die Möglichkeit, meine Kontakte zu überblicken, neue Kontakte hinzuzufügen und direkt anzurufen. Ich suche mir neue Kontakte, die ich hinzufügen möchte, auf der SIM-Karte beispielsweise, lege einen Kontakt an, speichere das Ganze und den sehe ich jetzt hier. Wenn ich ihn dort habe, kann ich einfach draufklicken, habe dann hier den Schnellzugriff und kann, je nachdem, was ich alles angebe, direkt eine Nachricht senden, anrufen oder aber mich direkt dorthin navigieren lassen. Außerdem finde ich hier unten die Übersicht zu Protokolle, das heißt die komplette Anrufliste, habe aber auch den Zugang zum Tastenfeld und natürlich zu den Kontakten. Wenn ich auf die andere Seite wische, dann habe ich hier wichtige Anwendungen, die ich vielleicht öfter benutze. Hier kann ich mir natürlich auch neue hinzufügen. Hier sehe ich dann komplett alle Applikationen, die ich auf dem Telefon installiert habe, kann mir eine neue hinzufügen wie DeadTrigger und dann finde ich sie hier. Über weitere Anwendungen finde ich dann alle Applikationen, die ich auf dem Telefon installiert habe. Wenn ich mir denke, okay, mittlerweile kenne ich mich aus, ich möchte wieder zurück, drücke ich einfach unten auf die Menütaste, gehe zu Einstellungen für einfachen Modus und dann habe ich hier die Möglichkeit, zum Beispiel meinen Klingelton-Lautstärke zu ändern, die Schriftart, die Helligkeit, den Taskmanager aufzurufen und so weiter. Kann aber ebenfalls in den Startbildschirmmodus wechseln. Hier oben gehe ich wieder auf Standardansicht, anwenden, okay und nach ein paar Sekunden bin ich wieder in meiner typischen Ansicht, die wir so auch erwartet haben, wenn wir uns das Smartphone kaufen. Das ist einer der ersten Hinweise. Ob er spannend ist oder nicht, das müsst ihr wissen. Es kommt auf jeden Fall noch einiges mehr. Als nächstes zeige ich euch etwas, das vor allen Dingen praktisch ist. Ihr kennt das, oben rechts in der Statusleiste ist die Batterieanzeige. Man sieht jetzt, okay, grün scheint voll zu sein, aber wie voll genau oder noch schlimmer, wie leer ist mein Akku? Das kann man hier nicht so gut erkennen. Deswegen können wir ganz einfach in die Einstellungen gehen, klicken auf Einstellungen, gehen rüber zu Mein Gerät, genau dort sind wir, auf Anzeige und scrollen runter. Hier haben wir die Möglichkeit, den Akku dann auch in Prozent angezeigt zu lassen. Und das ist ja nun eindeutig praktischer. Ich denke, das sehen die meisten von euch auch so. Ist eine Möglichkeit, die man auf jeden Fall nutzen sollte. Ich mag es sehr und vielleicht hilft es auch euch. Wer viel mit dem Smartphone macht, der wird auch oft den Home-Button nutzen, um komplett irgendwo rauszukommen. Und man merkt vielleicht, okay, da ist immer so eine Sekunde Verweildauer, in der nicht wirklich was passiert. Das kann man ändern. Wenn wir nämlich zweimal draufdrücken auf den Home-Button... Keine Netzwerkverbindung. Verbinden Sie sich mit dem Netzwerk und versuchen Sie es noch einmal. Öffnet sich diese hübsche junge Dame, die uns immer was erzählen möchte. Wir können das Ganze aber über die Einstellungen, Menü, Einstellungen und über Home-Taste öffnen, ändern. Wenn wir das einfach wegmachen, dann reagiert das Ganze deutlich schneller. Ich glaube, ihr seht das hier. Dann ist diese Sekunde Verweildauer weg und das ist wirklich deutlich praktischer, wenn man den SOS nicht nutzt, aber viel arbeitet mit dem Smartphone. Nicht weniger nützlich ist dieses kleine versteckte Menü, das wir im Telefon erreichen, wenn wir Sternchenraute 0 Sternchenraute eintippen. Hier können wir die komplette Hardware überprüfen, das heißt, wie sind die Farben rot, grün oder blau? Gibt es irgendwo Pixelfehler, die wir so natürlich nicht so leicht feststellen können? Wie ist der Schwarzwert dieses Gerätes? Na? Wie ist die Vibration? Wie sieht das Ganze gedimmt aus, also wenn es auf dunkler eingestellt ist. Übrigens dieses Flackern hier, das liegt an der Kamera, das liegt nicht am Display. Wir können die Kamera testen, wir können...
Die Lautsprecher testen, die Frontkamera. Wir können die Tasten unterhalb des Displays testen. Zurück geht. Menü, zurück. Auch das funktioniert. Wir können testen, ob der Touch überall funktioniert, also in jeder Ecke. Übrigens, wenn ihr dieses Menü aufruft, dann müsst ihr das Grüne komplett oder beziehungsweise alle Kästchen einmal berühren, ansonsten kommt ihr da nicht raus. Jetzt seht ihr aber, okay, Touch funktioniert ebenfalls überall. Das ist ein wirklich sehr, sehr sinnvolles kleines Testmenü. Ich zeige es euch nochmal, Telefon, Sternchen, Raute 0, Sternchen, Raute und ohne auf irgendwas zu tippen, kommt dieses Menü. Für alte Android-Hasen ist der nächste Punkt gar nicht so interessant, aber dieses Video heißt ja Tipps und Tricks bzw. Hidden Features and Tricks und genau deshalb richtet es sich auch an Leute, die einfach so ein paar kleine, ich sag mal, Tipps sehen wollen. Für einen Screenshot tippt ihr einfach die Ein-Aus-Power-Taste und den Home-Button gleichzeitig. Das dauert eine Sekunde, dann wird der Screenshot gespeichert. Wenn ihr die Startschleife runterzieht, könnt ihr diesen direkt löschen, bearbeiten oder versenden. Das Menü findet ihr, wenn ihr mit zwei Fingern von der Benachrichtigungsleiste nach unten oder oben wischt. Ihr könnt ihn zur Seite schieben oder wenn ihr ihn nochmal sehen wollt, geht ihr einfach in die Galerie und habt hier einen Ordner, der Screenshots heißt. Ihr könnt aber auch dafür sorgen, dass der Screenshot direkt bearbeitet werden kann. Dafür geht ihr wieder in dieses Menü, in die Einstellung, zu Mein Gerät, zu Anzeige und nach ganz unten. Dort könnt ihr einstellen, Screenshot sofort bearbeiten. Das machen wir mal und testen, was dann passiert. So, Menü und Power gleichzeitig, Screenshot wird erstellt und jetzt lande ich in diesem Fenster. Okay, hier kann ich dann beispielsweise irgendwelche, ja, das Bild drehen, nach links oder rechts, wie ich es gerne hätte, nach links drehen, nach rechts drehen, horizontal drehen, wie auch immer und was auch immer ich damit vorhabe. Drehen wird gespeichert und wir gehen zurück. Wir können aber auch einen Effekt drüber legen. Beispielsweise sowas wie Vignette, Graustufen, Sepia, klassisch, verblasste Farben, Türkis, Farbton, Cartoon, launisch, Fischauge, negativ. Fischauge können wir natürlich noch größer oder kleiner machen, negativ. Nostalgie, Gravur, Skizze, Strahler. Ja, ich zeige es euch einfach alle mal. Da geht wirklich ordentlich was. Es geht aber noch mehr. Wir können beispielsweise die Farben bearbeiten. Kontrast, Sättigung, RGB anpassen, Temperatur. All das, worauf ihr hier Lust habt. Gibt also viel zu machen. Disco, Disco, Partisani. Könnt das dann speichern oder bearbeiten, je nachdem, wie viel Lust ihr habt. Screenshots lassen sich also auch direkt bearbeiten. Ihr habt gesehen, wie es geht. Wir gehen mal ein wenig in Richtung Kommunikation und beginnen im Telefon. Wir wollen jemanden anrufen, wollen aber nicht, dass er unsere Nummern sieht. Das heißt, wir gehen in Menü zu den Anrufeinstellungen, klickt dann dort unten bei zusätzliche Einstellungen auf Anrufer-ID und dort, wenn es geladen hat, könnt ihr dann einstellen, Nummer verbergen. Ist toll, ist aber viel zu umständlich. Stattdessen könnt ihr es auch einfach so machen, dass ihr Raute 31 Raute eintippt und dann die Nummer und dann wird eure Nummer verborgen. Das Ganze ist deutlich, deutlich weniger aufwendig, als jedes Mal ins Menü zu gehen und vor allem müsst ihr das ja danach dann wieder umstellen. Also, Sternchen, nein, Raute 31 Raute, dann gefolgt die Nummer, anrufen und es wird privat sein. Ein sehr, sehr cooles und sehr praktisches Feature, genauso wie das nächste. Wir gehen wieder in die Anrufeinstellungen und gehen unten zu Lautstärke in Tasche erhöhen. Ihr kennt das, ihr seid irgendwo unterwegs, grillen, Fußball spielen, Basketball spielen, kicken, bei der Freundin oder sonst wo, habt euer Handy vielleicht einfach im Rucksack liegen und hört es nicht, wenn jemand anruft. Wenn ihr Lautstärke in Tasche erhöht eingebt, dann merken die Sensoren, okay, um mich rum ist einiges los, ich werde hier bedrängt, ich werde da bedrängt, ich muss ein bisschen lauter sein, wenn man mich hören möchte. Und genau das passiert dann. Ein sehr cooles, ein sehr praktisches Feature, wunderbar. Aber nicht nur beim Telefon, auch bei Nachrichten gibt es noch das ein oder andere einzustellen. Beispielsweise kennt ihr das, wir schreiben eine SMS, noch viel mehr Text und dann merkt ihr, okay, hier habe ich einen Mist zusammengeschrieben, sowas wie Hizzler oder so und ihr wolltet Hallo schreiben. Dann könnt ihr natürlich versuchen, mit dem Finger dahin zu kommen, aber es ist einfacher, wenn ihr einfach ins Menü zu den Einstellungen geht. Na, ja, okay, toller Vorführeffekt. Okay, also wir sind hier bei Nachrichten, gehen jetzt auf Einstellungen. Nein, ich weiß, dass ich da richtig war.
Ich lasse es jetzt einfach mal drin, weil ich bin ja auch nur ein Mensch. Klicke dann hier auf die Einstellungen, die Nachrichteneinstellung, und gehe dann auf Cursorbesteuerung. Jetzt gehe ich zurück und kann, wenn ich hier viel getippt habe, ganz einfach über die Tastatur wischen, um zwischen verschiedenen Punkten hin und her zu wechseln. Heißt, hier bin ich momentan, wenn ich mit dem Finger über die Tastatur nach links oder rechts gehe, passiert genau das auch mit dem Cursor. Wenn ich jetzt nach oben gehe, komme ich nach oben, unten, links, rechts, ganz egal, was ich vorhabe. Ein cooles, ein praktisches Feature gefällt mir ganz gut. Ebenfalls sehr praktisch, auch wieder hier in den Einstellungen zu finden, ist die durchgehende Eingabe. Andere kennen das wohl als Swipe. Das heißt, wenn ich das eingestellt habe, muss ich zwar die Cursorsteuerung deaktivieren, aber jetzt kann ich cool mit dem Finger drüber wischen und wie auch immer es funktioniert, die Wörter werden erkannt. Wörter werden erkannt. Absolut coole Sache, ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber es funktioniert gut. Ebenfalls eine Sache, die ich euch natürlich zeigen musste. Auch den Lockscreen kann ich ordentlich bearbeiten. Vor uns sehen wir momentan einen Text, Uhrzeit, Wochentag und Datum. Wir können das Fenster runterziehen und es erscheint ein Bleistift. Was kann ich hiermit ändern? Zum einen den Text. Ich kann hier aber nicht einfach nur was anderes schreiben, ich kann auch die Schriftart ändern und den Hintergrund. Rosa wollen wir nicht, wir wollen was Blaues und die Schriftart soll hellblau sein. Das Ganze kann ich speichern, kann gleichzeitig die Uhrzeit und das Datum oder nur eins von beiden ausblenden und dann sehe ich genau das, was ich gerade eingestellt habe. Sieht schön aus, ich mache es aber wieder rückgängig, denn eine weiße Schrift und ein transparenter Hintergrund gemeinsam mit Uhrzeit, Wochentag und Datum sieht eigentlich schöner aus. Außerdem sehe ich hier, dass ich viele verschiedene Seiten habe und das auf dem Lockscreen. Ja, ganz einfach. Ich kann nach links wischen und habe hier beispielsweise meine Musiksteuerung oder irgendeine Fernsehsendung, einen normalen Lockscreen, habe hier meinen Kalender und noch viel, viel mehr. Das ist gar nicht mal so uncool, oder? Auf der rechten Seite kann ich dann noch einstellen, dass ich hier bevorzugte Applikationen habe, die ich direkt von hier erreiche. Beispielsweise Telefon. Draufklicken, wischen und ich lande direkt in dieser Applikation. Aber wie kann ich das einstellen, denn voreingestellt ist es nicht. Ich gehe mal wieder in die Einstellungen, gehe zu mein Gerät und Sperrbildschirm und kann jetzt hier mehrere Widgets aktivieren und Sperrbildschirm-Widgets bevorzugte Apps hinzufügen. Wenn ich hier das Häkchen wegmache, seht ihr schon, hier ist nichts. Hier kann ich dann natürlich den Text, Uhrzeit, Wochentag und Datum bearbeiten, aber ansonsten nichts. Mehrere Widgets aktiviert ist, aktivieren sich auch die Sperrbild-Widgets und dann habe ich genau das hier. Eine coole Sache, die ich euch auch zeigen wollte und die man erst findet, wenn man sich durch das Einstellungsmenü sucht. Und wir gehen noch einmal in die Einstellungen und gehen dieses Mal zu Ton, ebenfalls unter mein Gerät. Ihr kennt das, ihr werdet angerufen oder ihr seid unterwegs und spürt ein Vibrieren in der Hose. Das ist dann entweder wirklich eine Benachrichtigung oder einfach ein normaler Reflex eures Beines. Wenn ihr das verhindern wollt, dann geht ihr auf Vibration und klickt unten in die Mitte auf Erstellen. Es öffnet sich dieses Fenster und jedes Mal, wenn ihr jetzt tippt, vibriert es. Und was ist das Tolle daran? Ihr könnt das dann speichern und immer zuweisen. Und vor allem wisst ihr, okay, das war jetzt kein komischer Zucker, das war wirklich eine Benachrichtigung, denn ich weiß, das ist mein Muster. Ihr könnt euch das natürlich nochmal anhören und dann auch auswählen. Okay, auch das wollte ich euch zeigen. Coole Sache. Ich gebe es zu, das ist nicht ganz so spannend, aber ihr kennt die Statusleiste schon. Ihr könnt sie mit einem Finger runterziehen und hier oben auf dieses Symbol klicken. Dort sehe ich dann die Toggles, also die Schnellzugriffe, WLAN ein, aus, Bildschirm drehen, Screen Mirroring, NFC, all das kann ich hier ein- und ausstellen und konfigurieren. Ihr könnt das Ganze aber schneller erreichen, wenn ihr einfach mit zwei Fingern runterscrollt, dann seid ihr direkt auf dieser Seite. Zwei Finger, ein Finger, zwei Finger, ein Finger, vier Finger, neun Finger. Okay, ich glaube auch das habt ihr verstanden. Ebenfalls ein cooles Feature. Und es gibt noch zwei Tricks, die ich euch verraten möchte und die haben mit der Kamera zu tun. Nein, es gibt keinen integrierten Nacktscanner und den findet ihr auch nicht. Aber wenn wir in die Kamera gehen, haben wir die Möglichkeit, das Ganze per Ton, also per Sprache auszulösen. Wie genau geht das? Bitte lächeln. Bitte lächeln. Tschüss. Das ging nicht. Also, ich gehe in die Einstellungen und habe hier das Mikrofon. Kann ich aktivieren oder deaktivieren? Wenn ich es aktiviere, steht dort lächeln, bitte lächeln, Klick aufnehmen. Gucken wir mal, ob das funktioniert.
Aufnehmen. Klick. Klick. Bitte lächeln. Okay, ich gehe mal weg vom Mikrofon und sage jetzt. Na, so. Bitte lächeln. Und da wird das Foto aufgenommen. Aufnehmen. Aufnehmen. Wenn man davor schon spricht, so wie ich es mache, dann reagiert das natürlich die ganze Zeit und wird schwer. Video aufnehmen. Okay, ihr habt gesehen, das Video ist gestartet. Video stoppen. Ja, das geht nicht. Gut, ihr wisst aber, ihr könnt das aktivieren, wenn ihr in die Einstellungen geht und dort einfach hier oben auf dieses kleine Mikrofon tippt. Ebenfalls eine coole Sache, die mir ganz gut gefällt, und ihr könnt hier noch etwas einstellen. Und zwar habt ihr die Laut-Leise-Wippe und damit könnt ihr entweder zoomen oder ihr geht in die Einstellungen, klickt noch einmal auf Einstellung und habt dann hier rechts die Generaleinstellung. Dort steht Lautstärke-Taste. Was soll sie sein? Eine Zoom-Taste, eine Kamerataste oder eine Aufnahmetaste? Wähle ich Kamerataste aus, kann ich damit ein Foto aufnehmen. Natürlich wird es dann auch fokussiert und ich kann natürlich auch ein Video damit aufnehmen. Ja, das sind so ein paar Features, die ihr euch bestimmt mal anschauen solltet, wenn ihr das Smartphone habt. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen. Ihr habt was gelernt und ihr hattet Spaß mit diesem Video. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Zeit. Macht's gut. Ciao.